Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei unser Sammlerteam. Auch wenn heute Sonntag ist, ist dieses Video kein normales Video. Es kommt gleich noch für euch ein tolles Ü-Ei-Video hier online. Heute möchte ich kurz Stellungnahme beziehen und ein Thema mit euch besprechen, das in den letzten Tagen durch unser Forum geht, aber ich glaube auch durch Facebook und andere Quellen. Seit wir die Homepage haben, also seit fast 19 Jahren, ich muss dazu sagen, das ist egal, was man sammelt, ob Ü-Eier, ob Videospiele, ob Pokémon, ob Briefmarken, Münzen, das ist völlig egal. Es gibt immer Leute, die Neid haben, die Hater sind, die einfach nicht mit sich selber klarkommen. Und so wird jetzt zum Beispiel gerade das Gerücht gestreut, dass unser Sammlerteam schließt, kurz vor dem 19. Geburtstag. Dazu möchte ich kurz Stellungnahme beziehen, weil das ist der größte Quatsch, den ich je gehört habe im Leben. Was stimmt, es wird bald eine Veränderung geben bei unser Sammlerteam, da wir mit der Größe der Homepage langsam in einen Bereich gehen, wo man den schwer noch handeln kann. Also unser Sammlerteam hat jetzt aktuell heute 4.592 Seiten. Das ist schon mal Wahnsinn. Das ist unglaublich viel für eine Internetseite. Wir haben 23.675 Bilder. Das muss man sich mal vorstellen. Im Durchschnitt mehr als 1.000 Bilder im Jahr, die da dazugekommen sind. Das Problem ist, mit vielen Programmen kommen damit nicht zurecht. Das ist einfach zu groß, um das noch zu handeln. Aber in keinem Fall haben wir irgendwo gesagt, dass wir zumachen, schließen oder sonstiges. Das wäre auch gar kein Thema. Es gibt nun mehrere Möglichkeiten. Erstens mal drängt überhaupt nicht die Zeit. Also wir können das noch 3, 4, 5 Jahre vielleicht rausschieben. Dann müssten wir uns entscheiden, entweder die Seite noch einmal umzubauen, sodass sie noch wesentlich mehr Seiten und Bilder verkraften kann, oder die Seite zu teilen. Das heißt, die Rubriken werden geteilt, was der Besucher aber gar nicht merkt, weil er klickt ganz normal im Menü. Diese zwei Möglichkeiten werden uns also die nächsten Jahre begleiten. Entweder, dass nochmal ein völlig neues Design kommt und unser Sammlerteam stabilisiert wird für die Zukunft, oder aber, dass es wirklich in Rubriken geteilt wird, was ihr als Besucher aber nicht merkt. Dann würde das Design auch identisch bleiben. Mit dem Video wollte ich mich nur einmal kurz dazu äußern und melden, was für ein Quatsch teilweise im Internet verbreitet wird von Neidern und Hatern. Also unser Sammlerteam geht definitiv in die Zukunft. Definitiv ist jetzt nicht Schluss, sondern es wird weiter ausgebaut. Es gibt schon neue Pläne für neue Rubriken. Diese Rubriken werden nahezu 1000 Seiten und 1000 Bilder umfassen. Das heißt, wir lassen uns da auch nicht unterkriegen. Ich wollte einmal nur Stellungnahme beziehen, damit ihr Bescheid wisst. So, das war dann also das kleine Infovideo hier. Wie gesagt, bei uns geht es immer, immer weiter. Bis zum nächsten Mal dann. Euer Stefan von unser Sammlerteam.